Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vita Cola Basketballblog. Wir sind wieder in der Hartmannhalle in Chemnitz bei den Niners. Und die Niners haben verloren im fast schon entscheidenden Spiel um die Playoffs gegen Heidelberg. Und neben mir steht der Vereinspräsident der BV Chemnitz 99, Detlef Müller. Detlef, wie hast du das Spiel heute gesehen? War Heidelberg einfach zu stark für die Niners? Ich denke, wir waren heute erschreckend schwach. Man hätte das Spiel sicherlich gewinnen können. Wir sind ja sehr gut gestartet, haben dann einen ziemlichen Einbruch gehabt im dritten Viertel und haben dann einfach nicht mehr zurückgefunden. Im letzten Viertel ging es ja nochmal ran, dass wir, glaube ich, auf 3 Punkte wieder rangekommen sind. Aber bei den Wurfquoten, die wir heute abgeliefert haben, kann man eigentlich so ein Spiel nicht gewinnen. Und Heidelberg hat verdient gewonnen. Aber wir haben es in der Hand gehabt. Wir hätten es gewinnen können mit einigermaßen, sagen wir, normalen Wurfquoten. Der Kampf war ja da. Aber die Reboundarbeit hat schon ein bisschen gelitten. Heute war nicht so gut. Und schlechte Würfe, also viele leichte Fehler. Und dann gewinnst du das halt, verlierst du das Spiel halt und verlierst im Endeffekt auch verdient. Die Hinrunde war ja für die Niners sehr erfolgreich. Sie waren zwischenzeitlich auf Platz 2 der Tabelle, waren eigentlich eines der heißesten Teams der Liga, sage ich mal. 7 Siege am Stück unter anderem. Und in der Rückrunde läuft es überhaupt nicht. Aus den letzten 11 Spielen nur 3 gewonnen. Kannst du dir das irgendwie erklären, wie dieser Abfall zustande kam? Nee, das ist auch ziemlich schwierig, da überhaupt irgendwo was rauszufinden, wieso das so war. Ich denke, ein Knackpunkt war das erste Spiel nach Weihnachten, das Paderborn-Spiel hier zu Hause, was wir verloren haben. Das hat vielleicht so einen Knacks gegeben. Erstens, dass die Hölle eben doch einnehmbar ist, auch von so einer Mannschaft wie Paderborn. Und dass man vielleicht ein Stück weit Selbstbewusstsein auch verloren hat. Ich denke, das hat man heute auch gesehen, in vielen Spielen, auch in Gotha, dass ein ganzes Stück Selbstbewusstsein gefehlt hat. Dass man also auch freie Würfe dann verweigert hat, dass man vielleicht nicht den letzten Zug genommen hat. Viele Einzelaktionen. Tja, warum das dann eigentlich so ein Drive gehabt hat nach unten, das wird keiner so genau sagen können, warum das so gewesen ist, aber sichtbar war es ja. Nun gab es ja von Vita Cola die MVP-Wahl, Eric Palmer ist der MVP der Niners geworden, aus deiner Sicht verdient? Ja, auf alle Fälle, aber ja auch die Überraschung. Keiner wusste ja eigentlich genau, was mit Eric Palmer wirklich ist, wenn er hier auftaucht in Chemnitz. Und ich denke, er hat sich ziemlich schnell ins Herz der Chemnitzer auch gespielt. Ist er so vom Charakter eigentlich ein Chemnitzer, vom Typ her sehr kämpferisch, gefällt uns sehr gut und hat auch wunderbare Spiele abgeliefert und ist verdienter MVP. Würdest du ihn nächstes Jahr bestimmt gern wiedersehen? Wen noch aus der aktuellen Mannschaft? Oder meinst du, falls jetzt wieder die Playoffs nicht erreicht werden sollen, weil es nicht mehr an der eigenen Hand haben, da muss ein Umbruch her? Wie siehst du das? Also da halte ich mich mal ganz klar zurück als Präsident, weil das ist, sagen wir, sind sportliche Belange und da weiß ich, dass der Trainer, der Felix und der Kai sicherlich eine gute Auswahl treffen werden. Erik ist sicherlich einer, den man gerne sehen will. Ich denke, ich wüsste jetzt aus der Mannschaft auch niemanden, den man jetzt sagen würde, man würde ihn wegschicken wollen. Man wird gucken, das Ziel ist, so wie es aussieht, wird es nicht erreichen. Dann wird man sehen müssen, dass man eine neue, andere Mannschaft sicherlich aufs Feld stellen kann, die im nächsten Jahr dann die Playoffs schafft. Dennoch ist es rein theoretisch noch möglich, die Playoffs zu erreichen. Glaubst du selber noch dran? Ich denke, wir werden in Kirchheim werden wir gewinnen. Das Schlüsselspiel wird in Ehingen sein. Das ist ganz schweres Pflaster für uns die ganzen Jahre. Vielleicht klappt es, vielleicht gibt es in Ehingen Wunder, Baden-Württemberg Wunder. Und dann käme es ja dann zum absoluten Endspiel in Magdeburg. Das wäre schon sensationell, wobei wir mit solchen Endspielen wie im letzten Jahr in Gotha ja nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht haben. Aber im Sport ist alles möglich. Vielleicht kommt ja alles anders, wir werden es sehen. Und wir sind auch bei den letzten Auswärtsspielen nochmal mit dabei mit dem Vita Cola Basketball-Blog. Bis dahin, macht's gut.